Die Idee zur 3-Minuten Umweltrecht habe ich vor vielen Jahren beim Baden am Fuschelsee bekommen. Da habe ich gelesen, dass Videos einfach künftig interessanter werden und spannender werden und festgestellt, Anwaltskanzleien machen das nicht. Und dann bin ich zum Peter Sander gegangen, der hat gesagt, das nennen wir 3-Minuten Umweltrecht und das Ding war fertig. Kamera läuft. Ton läuft. Zur Vorbereitung für unsere 3-Minuten Umweltrecht-Videos gehe ich meistens so vor, dass ich einmal einen Blick dort drauf werfe, was ich gerade mache. Welche Themen habe ich gerade auf dem Tisch oder welche Themen sind vielleicht auch interessant? Irgendwelche neuen Judikate, neue Erkenntnisse, wo es einfach wichtig ist, die auch zu verbreiten und auch, dass alle anderen noch Bescheid wissen. Der Ablauf bei unseren 3-Minuten Umweltrechts-Videos wird uns vorab von der Marketingabteilung ganz genau mitgeteilt. Da bekommen wir Excel-Tabelle, was alle 5 bis 10 Minuten hier passiert am Set. Wir Anwälte und Anwältinnen tun dann alles dafür, dass das nicht eingehalten wird, aber wir schaffen es trotzdem meistens. Ja, und vor Ort ist alles auch ganz anders, wie Sie sich das vorstellen. Also ich bin hier nicht allein vor einer Kamera. Da sind zig Kameras, zig Lichter, die mich blenden und Menschen, die mir zuschauen und mich nervös machen. Was soll ich ganz beginnen? Was ist das Ziel, das wir mit den 3-Minuten Umweltrecht-Videos verfolgen? Naja, einerseits dem Trend zu immer mehr Bewegtbild im Internet entsprechen und andererseits war ein bisschen unsere Idee und unsere Mission, in 3 Minuten ganz kurz und kompakt umweltrechtliche, teils komplexere, teils weniger komplexere Dinge verständlich zu erklären. Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen, die wir uns als Gesellschaft und auch in der Wirtschaft gegenübersehen. Der rechtliche Rahmen im Bereich des Energierechts ist besonders dynamisch und auch komplex. Deshalb ist aus unserer Sicht besonders wichtig, die energierechtlichen Bestimmungen einfach, knackig und verständlich in 3 Minuten Umweltrecht zu erklären. Also mein Resümee zur 100. Folge 3 Minuten Umweltrecht ist, dass das eine wirklich lässige Sache ist. Die Leute kennen uns, die Studenten kennen uns, auch die Mandanten schauen sich das an und die Behörden sowieso.